Im Juni 1984 unternahm der Südtiroler Bergsteiger Reinhold Messner eine Expedition im Karakorum-Gebirge. Mit ihm war Hans Kammerlander hier rechts im Bild. Ziel waren zwei Gipfel der Gascherbrum-Kette, beide knapp über 8000 Meter hoch, im Hintergrund der Gascherbrum 1. Übersetzt heißt Gascherbrum der leuchtende Berg. Das Vorhaben war, zwei 8000er hintereinander zu überschreiten, in einem Gang, ohne Hochlager, ohne Sauerstoff, nur mit je einem Rucksack als Gepäck. Messner hatte in früheren Expeditionen beide Gipfel schon getrennt bestiegen. Dies hier ist der Gipfel des Gascherbrum 2. Ich habe konkret keinen Beruf, ich habe auch nichts gelernt, als dass ich sagen könnte, ich beherrsche das Ganze. Ich habe vieles gemacht, ich bin fähig, meinen Lebensunterhalt mit vielen, vielen Dingen zu verdienen. Mehr brauche ich nicht, ich bin fähig, mit meinem Verkauf von Abfallprodukten des Bergsteigens meine Expeditionen zu finanzieren. Und das reicht mir. Ich bin heute sehr froh, dass ich keinen Beruf habe. Ich glaube, dass einen Beruf zu haben, das Ende von jeder schöpferischen Tätigkeit ist. Ja, ich stamme aus einer kleinen Bergbauernfamilie aus Auchernach. Das ist bei Santendorf, also in Südtirol. Ich habe während meiner Schulzeit zu Hause auf einem kleinen Hof gearbeitet, geholfen. Meine Mutter ist sehr früh gestorben und der Vater war eher immer ein bisschen kränklich. Habe dann 5 Jahre am Bau verbracht als Maurer und die Zeit, die mir da zum Bergsteigen blieb, war sehr knapp, weil ich während meiner Arbeitszeit als Maurer zu Hause gearbeitet habe. Es war wirklich sehr knapp. Samstags habe ich zu Hause gearbeitet. Was für eine Arbeit war das zu Hause? Das war eine ganz normale Arbeit am Bauernhof. Ich habe alles gemacht. Ich mache es auch heute noch, wenn ich zu Hause bin. Vom Stall bis zum Feld, Heumähen, alles. Und später dann habe ich meine Bergführerprüfung abgelegt und Skilehrerprüfung auch noch. Und verbringe jetzt meine Zeit als Bergführer im Sommer, im Winter als Skilehrer und habe jetzt sehr viel Freizeit im Frühling und im Herbst, wo ich meinen Zielen nachgehen kann, Klettern in den Alpen und Expeditionen. Uns interessierte nicht so sehr, einen Film über die bergsteigerische Tat oder über Klettertechnik zu machen. Was wir wissen wollten, war: Was geht den Bergsteigern vor, die so etwas Extremes unternehmen? Was ist die Faszination, die sie wie Süchtige auf die Gipfel treibt? Sind diese Berge und Gipfel nicht etwa eine Eigenschaft im Innersten von uns allen? Skardu im nördlichsten Teil Pakistans, der letzte Ort, der noch auf einer Straße oder mit Flugzeug erreichbar ist. Beim Einkauf von Proviant,
ist Rosalie dabei ein Hochträger und Koch, ein Getreuer von vielen früheren Expeditionen. Und Aprikots? This size four. Yeah. You think enough for the quarter? Yeah. The Auswahl von Trägern am nächsten Morgen. Viele von ihnen haben schon an früheren Unternehmen Messners teilgenommen. Rosalie, es sind mohammedanische Baltis, ein Bergvolk aus dem nördlichen Pakistan. Let him sit. No, let him go. Stay here. You ask Kardu? Kapalu. John Ross Kelly, um Biaho Tower. Okay, it's also with text. Kurz hinter Skardu hört die Straße auf. Bis zu dem Dorf Dasso kann das Gepäck noch auf Jeeps transportiert werden. Von da an bis zum Basislager sind es gut 150 Kilometer zu Fuß, immer eine Schlucht hoch. Die letzten 60 Kilometer geht es auf einem Gletscher entlang. Das Lager selbst wird in etwas über 5000 Meter Höhe sein.
halbem Weg, nach 5 Tagen Marsch, gibt es eine Raststelle, wo alle Expeditionen gerne Halt machen. Es ist eine warme Schwefelquelle, das letzte wirkliche Bad für viele Wochen. Oben im Basislager können wir uns ja einen Container aufschneiden. Ja. Wenn wir genug Gas haben. Also passieren kann eigentlich nicht viel mehr wie in anderen Expeditionen. Wir wissen natürlich noch nicht, ob wir die Kraft haben, die Ausdauer haben, auch die psychische Kraft, das durchzustehen. So etwas ist noch nie versucht worden. Wir haben auch keine Werte von anderen. Ich habe zwar einen 8000er schon überschritten, aber noch nie 2 hintereinander gehängt. Und so ist das auch für uns beide etwas völlig Neues, aber nicht nur für uns beide, sondern für alle Bergsteiger. Und wir sind so eine Art Versuchskaninchen. Wir haben uns zwar das Problem selber gestellt, aber wir wissen noch nicht, ob wir vielleicht nach dem ersten Gipfel völlig am Ende sind oder durchdrehen oder uns nicht mehr ausstehen können und dann heruntergehen. Oder ob wir vielleicht nach dem ersten Gipfel noch relativ durch diesen Wunsch, diese Idee zu verwirklichen, noch sehr viel Willen und Power haben, auch den zweiten zu schaffen. Für mich ist es nicht eine neue Dimension, würde ich sagen, sondern einfach die Ausschöpfung einer Möglichkeit. Nicht der letzten, aber einer der letzten Möglichkeiten. Und ich bin sehr gespannt. Die Chancen sind nicht allzu groß. Wenn wir viel Glück haben, dass wir beide gesund sind, in guter Verfassung sind, die Schneeverhältnisse ideal sind, das ist Voraussetzung, und dass wir beide eine gute Zeit haben, also körperlich und auch seelisch eine gute Zeit haben, dann könnte es schon gelingen. Bei Hochleistungssportlern, und ihr seid ja auch ein Team wie andere Teams, etwa Fußballern, sieht man, dass es da weder Kameradschaft noch Freundschaft mehr gibt. Ist es notwendig, dass ihr auch befreundet seid? Wie lange kennt ihr euch eigentlich? Könnt ihr das ein bisschen beschreiben? Hans, kannst du ein bisschen was dazu sagen? Seit wann kennt ihr euch? Ja, wir kennen uns, glaube ich, seit 5, 6 Jahren. Aber hauptsächlich nur, ich habe in seiner Schule, in seiner Alpinschule als Bergführer gearbeitet. Und jetzt seit knapp 3 Jahren gehen wir zusammen auf Expeditionen. Seid ihr befreundet? Das würde ich nicht sagen. Wir kennen uns relativ gut. Und für dieses Unternehmen habe ich den Hans ausgewählt, weil ich mir gesagt habe, er ist von den Leuten, die ich gut kenne, von den Bergsteigern, die ich persönlich gut kenne, mit denen ich einige schwierige und harte Situationen durchgestanden habe, einer der allerwenigsten, dem ich das zutraue, das durchzustehen. Ich habe bisher vielleicht 30 Expeditionen nicht dieser Größenordnung gemacht, also Größe an Schwierigkeit, an Länge, an Ausdauer, aber ähnliche Expeditionen. Und ich habe meine Partner immer so ausgewählt, dass ich sie kannte und dass ich nicht unbedingt mit denen befreundet war, aber dass ich ein hundertprozentiges Vertrauen in ihr Kletterkönnen, in ihr instinktives Wissen um die Naturverhältnisse, die Naturkräfte, die Lawinen, die Stürme, das Wetter hatte und vor allem auch das Wissen, dass sie mindestens die gleiche Ausdauer haben wie ich, weil sonst bleiben wir früher oder später auf der Strecke oder der eine oder der andere ist dann für den Tod des anderen verantwortlich. Jeder von uns beiden übernimmt stillschweigend, würde ich fast sagen, die Verantwortung für sich selbst. Anders geht das nicht. Und nur wenn ich das weiß, habe ich auch die Ruhe und das Selbstverständnis, den anderen einzuladen und mitzunehmen. In über 4000 Meter Höhe ist der Gletscher erreicht. Die Träger haben davor noch etwas Brennholz gesammelt. Sie haben alle Angst vor dem, was kommt. Allah!
10 Tagen Fußmarsch durch Schluchten und durch einen Gletscher tut so eine Massage ganz gut. Der Ibrahim ist ein ganz fleißiger Träger und obwohl die anderen alle schon weg sind, bis auf ganz wenige, wollte er unbedingt da bleiben, um mir noch einmal alle Gelenke zu traktieren. Er hat das schon beim Anmarsch immer wieder gemacht bei uns allen und jetzt vor dem Gipfel will er es natürlich ganz ernst machen. Er reißt mir die Finger einzeln aus, aber es scheint, dass er wirklich das alles gelernt hat. Er sagt von seinem Vater, wenn wir ihn richtig verstehen. Hier im Basislager sind wir noch relativ sicher. Also schon ganz sicher. Das ist ein Genuss. Aber höher oben kommen die Gefahren dann ziemlich dick. Gleich oberhalb vom Basislager gibt es einen Gletscherbruch mit hunderten von Spalten. Weiter oben eine ziemlich steile Wand. Und dann natürlich die Stürme in der Gipfelregion. Am Nanga Baba beim Alleingang 78 hatte ich sagenhaftes Glück. Jetzt reißt er mal die Ohren aus. Da bin ich einen Tag lang geklettert, ziemlich weit, und habe ober einem Serak auf 6,5 bivakiert, unter einer gut geschützten Stelle. Und am nächsten Morgen, ich war gerade beim Aufbruch, so gegen 5 Uhr früh, hat es plötzlich eine kleine Erschütterung gegeben. Ich habe sie kaum gemerkt, aber trotzdem gespürt. Und im nächsten Augenblick sind von allen Flanken rings um mich herum riesige Lawinen herunter. Unterhalb von mir ist ein riesiges Stück Serak, so groß wie ein kleiner Stadtteil, weggebrochen. Und das Tal hinaus, ich habe ungefähr eine Stunde lang das Tal nicht mehr gesehen, es war alles eine einzige Schneewolke. Das Basislager, mein eigenes Basislager, das ich ganz ferne als roten Fleck noch gesehen hatte am Vortag, war weiß zugeschneit. Und später haben mir die Kameraden im Basislager, ein Arzt und der Begleitoffizier, erzählt, dass es unten eine halbe Stunde Schneestaub geschneit hat, obwohl das Basislager noch 8 Kilometer vom Wandfuß entfernt war. Und ich hatte das große Glück, dass ich oberhalb dieser Lawine war, oberhalb dieses Abbruchs. Wäre es am Tag vorher passiert, dann wäre ich natürlich mit dieser Lawine einige Kilometer weit das Tal hinausgeflogen. Eine klassische Expedition, die diesen Berg besteigen würde oder die beiden Berge sogar überschreiten würde, würde vermutlich 1 bis 2 Tonnen Material hinauf transportieren müssen mit Trägern, mit vielen Mannschaftsmitgliedern, Hochlager aufbauten, viele Zelte, und dann würden die Mannschaftsmitglieder von Zelt zu Zelt, von Lager zu Lager pendeln und dann eine Pyramide bilden und die Stärksten würden zum Gipfel gehen. Wir hingegen klettern im Alpenstil, das heißt, wir klettern so, wie man in den Alpen seit Jahrhunderten klettert. Wir haben ein kleines Zelt dabei, die Anziehsachen am Körper, am Leib. Im Großen und Ganzen, wenn es zu heiß wird, stecken wir die auch im Rucksack. Ein dünnes Seil, 2 Pickel, einen verlängerbaren für relativ lawinengefährliche Stellen zum Sichern, einen Titanpickel, der sehr leicht ist. Mir kommt dieses Seil etwas seltsam vor. Das Seil ist kein richtiges Seil, sondern eine Rebschnur. Das nehmen wir doppelt, wenn wir uns sichern. Aber das Seil werden wir fast nie brauchen. Das heißt, wir klettern seilfrei. Jeder ist für sich verantwortlich, jeder klettert frei. Mit dem Seil werden wir, wenn es sein muss, irgendwo abseilen und uns doppelt genommen über Spalten sichern. Aber im Großen und Ganzen klettern wir regelwidrig, alles frei. Dürfen wir die Kamera sehen, die ihr zum Gipfel mitnehmt? Wir nehmen eine Filmkamera mit, eine kleine Bell & Towel und ein paar Kassetten, um ganz oben ein paar Dokumentaraufnahmen zu machen, um die Besteigung so auch beweisen zu können. Wie viele Zehen hat der Hans eigentlich noch? Meine Zehen sind alle noch dran, Gott sei Dank. Und ich habe noch nichts erfroren. Ich hoffe auch, dass ich mir diesmal... Ich habe noch 4. 4 ganze. Und die anderen sind weg. Ihr habt keine Radioverbindung zum Lager? Wir haben keine Radioverbindung, das wäre viel zu schwer. Und es ist auch niemand hier, der uns holen könnte. Zudem wäre das auch nicht zu verantworten, dass wir eine solche irrsinnige Sache machen und dann irgendjemand uns holen lassen. Das Risiko tragen wir selbst und wenn wir dabei eingehen, sind wir eingegangen. Von allen Trägern sind nur 2 im Basislager geblieben. Rosalida Kochbeck Chapati, eine Art Fladenbrot.
Ich habe 1970 die erste Himalaya-Expedition gemacht. Und damals waren wir in zwei Seilschaften hintereinander am Gipfel am Nanga Parbat. Und von den vier lebt nur mehr ich. Ein Deutscher, Peter Scholz und Felix Kuhn, ein Österreicher, sind wenige Jahre später umgekommen, mein Bruder gleich am Nanga Parbat. Dann war ich 72 am Manaslu, am siebthöchsten Berg der Welt in Nepal. Da sind zwei der Kameraden im Gipfelplateau, einer im Schneesturm, wo der froren, der andere verrückt geworden, umgekommen. Und in diesen Jahren habe ich immer wieder Bergsteiger getroffen, vor allem Engländer, die zur absoluten Spitze gehörten, die dann zwei, drei Jahre später in irgendeiner großen Besteigung ums Leben gekommen sind. Ich glaube, das ganze Bergsteigen ist eine Degenerationserscheinung der Menschheit. Also der Mensch, solange er Mühe hat, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sein Haus zu wärmen und sich sein Brot von tischgroßen Äckern zu beschaffen, wie es die Bergvölker tun müssen, der denkt gar nicht, auf die Berge zu steigen. Der hat Angst vor den Bergen, vor den Lawinen, vor den Wettern, die da oben herunterkommen, vor allem vor den Sturzbächen, die den Boden wieder zerstören. Meine Nachbarn, die Bergbauern in Fulnes, wo ich aufgewachsen bin, die sagen heute noch, dass ich spinne, dass es einfach keinen Sinn hat, auf die Berge hinaufzusteigen, dass es gescheiter wäre, meine Energien anderweitig zu verwenden. Und sie haben nicht ganz Unrecht. Glaubst du selbst, dass du vielleicht ein bisschen geistesgestört bist, dass du das machst? Insofern, als ich sage, dass alle Künstler, alle schöpferischen Menschen geistesgestört bin, glaube ich, dass ich auch geistesgestört bin. Auch die Kunst oder die schöpferische Tätigkeit ist eine Degenerationserscheinung. Die Faszination, die steckt schon seit langer Zeit in mir drinnen. Die Faszination ist die Höhe. Am Beginn war es einfach die Neugierde, wie ist das, wenn es höher oben ist, diese Todeszone, wie ist das, wenn eine Wand nicht nur 1000 Meter hoch ist, sondern 5000 Meter hoch ist. Aber die Frage, warum ich es tue, die kann ich nicht beantworten, so wenig ich beantworten kann, warum ich lebe. Während der Besteigung und während des Kletterns habe ich mir die Frage auch noch nie selber gestellt. Da gibt es die Frage nicht, weil ich selber mit meinem ganzen Wesen die Antwort bin. Aber wenn ich im Zelt liege, vor allem vor dem Aufbruch in der Nacht um 2 Uhr früh, wenn so die ganzen Schwierigkeiten, die Gefahren, die Anstrengungen auf einen Punkt konzentriert, vor der Besteigung in mir drinnen liegen, dann frage ich mich natürlich auch manchmal selbst, warum tue ich das? Warum bleibe ich nicht herunter? Jetzt habe ich schon so viel gemacht, ich müsste es ja nicht mehr machen. Mein Ehrgeiz ist relativ befriedigt. Also diese Motivation ist ziemlich abgefallen. Aber trotzdem brauche ich mindestens einmal im Jahr oder zweimal im Jahr diese Möglichkeit, das Maß zu finden. Ich glaube, es gibt keine bessere Möglichkeit für einen Menschen im Generellen, sein Maß zu finden, als gerade beim großen Bergsteigen. Wenn ich heute auf einen Alpenberg steige, vom Tal auf den 3000 und wieder zurück, habe ich keine Möglichkeit, mein Maß zu finden. Ich weiß jetzt noch nicht vor dieser Besteigung der beiden Gaschebrums, wie weit das sein wird, wie hoch das sein wird. Vor allem nicht im Innersten, in meiner Brust drinnen, das Verhältnis von mir zu dieser Strecke, zu dieser Anstrengung, zu dieser Einsamkeit auch. Das Alleinsein auf 7.000, 8.000 Meter, auf sich selbst gestellt sein, auch wenn man zu zweit ist. Das ist ein Alleinsein, das weit über das Alleinsein in einem Zimmer oder in einer Großstadt hinausgeht. Und da erst merkt man, wie winzig, wie hilflos man eigentlich ist. Und von oben herunterkommend, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich das unten alles kenne. Aber nach einigen Monaten verflüchtigt sich das wieder und dann entsteht wie bei einem Süchtigen der Wunsch, das wieder zu tun, obwohl ich weiß, es ist anstrengend, obwohl ich Angst habe, es wieder zu tun, aber ich muss es wieder tun, wie ein Süchtiger es immer wieder tut. Und so krankhaft das Süchtigsein, das Rauschgiftnehmen sein kann, so krankhaft ist vielleicht auch dieses Bergsteigen. Könnte es sein, ich will das mal vorsichtig fragen, dass in dieser Art von Bergsteigerei auch eine Art Todessehnsucht steckt? Die Todessehnsucht, glaube ich, wird vielfach hineininterpretiert in alle diese Tätigkeiten, die an die Grenze des menschlichen Könnens, der menschlichen Kraft gehen. Ich habe noch nie beim Bergsteigen den Wunsch gehabt, jetzt mich umzubringen. Wenn ich ähnliche Empfindungen habe oder hatte, dann ganz in anderen Situationen, aber nie beim Bergsteigen. Ich bin sogar der Meinung, ich bin ganz davon überzeugt, ein potenzieller Selbstmörder, jemand, der sich jetzt umbringen möchte, der in eine Wand steigt, um sich runterzustürzen, der kann es nicht mehr. Zwei Spanier einer Expedition, die den Gaschebrum 2 besteigen wollten, tauchten bei uns im Lager auf. Sie waren in Schneestürmen nach wochenlangen Anstrengungen kurz vor dem Gipfel gescheitert.
Sie waren erschöpft und berichteten von tiefem, lawinenträchtigen Schnee weiter oben am Berg. Kann man sich vielleicht vorstellen, dass nachdem ihr beiden Brüder doch so nahe zusammen wart, dass der Bruder jetzt stellvertretend für dich gestorben ist und dass du dadurch ein anderes Verhältnis jetzt auch zum Tod hast? Ein anderes Verhältnis zum Tod habe ich generell durch diese ganze Besteigung und vielleicht auch durch den Tod meines Bruders, obwohl ich heute ab und zu noch nicht nur in den Träumen, sondern auch, wenn ich Erstbegehungen von uns anschaue, das ganz reale Gefühl habe, dass er noch lebt. Wir haben zusammen die schwierigste Tour gemacht, die ich je geklettert bin, den Mittelpfeiler am Heiligkreuzkofel. Und da haben wir schwierige Situationen ausgestanden. Das heißt, jeder, nicht nur ich, sondern auch er, der gesichert hat, der die Verantwortung getragen hat, im Fall eines Sturzes alles zu halten. Und das hat uns so intensiv für Sekunden zusammengeschweißt, dass diese nicht mehr auseinanderzureißen sind. Und wenn ich heute diese Wand anschaue, klettern könnte ich sie heute nicht mehr mit meinen Zähnen, dann habe ich das Gefühl, er ist noch da und habe diese Momente, diese ganz schwierigen, lebensgefährlichen Momente so intensiv in mir, als er sie auch neben mir haben müsste. Das Gefühl, dass er statt meiner gestorben sei, das habe ich nicht so, sondern ich habe das Gefühl, dass ich selbst bei dieser Expedition gestorben bin. Beim ganzen Abstieg gab es Momente, wo ich mir gesagt habe, jetzt ist es aus, jetzt können wir nicht mehr weiter, jetzt fällt die Wand senkrecht vor uns ab, wir haben kein Seil, was wollen wir tun? Da bin ich wieder hinauf und habe zufälligerweise einen Ausweg gefunden, aber es gab x Dutzende von Momenten beim Abstieg, wo ich sicher war, jetzt ist es hundertprozentig aus. Und unten, ganz unten im Tal, nachdem er verschwunden war, nachdem ich eine Nacht und einen Tag lang gesucht hatte, gewartet hatte und er nicht mehr da war, dann war mir auch völlig gleichgültig, ob ich jetzt sterben würde oder nicht sterben würde. Und ich bin dann auch beim Abstieg, beim weiteren Abstieg, mehr in Gewohnheit gehend, nicht mehr willentlich, sondern mehr in Gewohnheit. Ich habe auch die Schmerzen nicht gespürt. Ich bin barfuß gegangen, weil ich die Schuhe nicht mehr Platz hatte. Die Füße hatten nicht mehr Platz in den Schuhen, weil sie so aufgeschwollen waren. Bin ich bewusstlos liegen geblieben und wieder aufgewacht und habe gestaunt, dass ich noch lebe. Und zurückgekommen, nach Hause gekommen, hatte ich ab und zu das Gefühl, dass mein Leben neu begonnen hat mit dieser Tragödie. Das heißt, mit dem Wiederaufwachen im Wald im Diemirtal. Und wie bist du deiner Mutter vors Angesicht getreten? Wie war das? Meine Mutter hat es viel besser verstanden als alle anderen Menschen. Und trotzdem war es so schwierig. Gehen wir hinauf und wenn das Wetter besser wird, also nicht so wie heute Nacht so angekündigt mit dem Südostmonsun, und wir oben bleiben, dann dürften wir in einer Woche etwa zurück sein, wenn alles klappt. Sollten wir innerhalb von 10 Tagen nicht irgendwo auftauchen, dann können Sie die Träger bestellen und nach 2 Wochen können Sie ja abziehen. Das Geld für die Träger zum Zurückgehen hast du. Der Rosalie kennt sich gut aus mit den Trägern, es braucht 16. Und das Geld für die Heimfahrt, das es noch braucht, das liegt in Rawalpindi beim Miss Davis Hotel und in Walgis, wo die $5,000 hinterlegt sind für die eventuelle Hubschrauberrettung. Also das ist alles organisiert und das ist auch so gemacht, dass es von dir, also der du dann die Expeditionsleitung übernimmst, vor der Regierung abhebbar ist. Mhm. Und wenn wir nach 2 Wochen nicht auftauchen, heißt das, dass wir irgendwo
unter eine Lawine geraten sind oder an Erschöpfung gestorben sind, dann hat es auch keinen Sinn, dass er jemand hochschickst, dann kann man uns nicht mehr finden. Hans, eure persönlichen Sachen, was würde damit geschehen im Zelt hier? Fotos und... Es ist nicht so viel da, was da ist mit denen. Ich glaube, kann man fast alles in eine Spalte schmeißen. Am nächsten Morgen waren beide schon fast 6 Kilometer entfernt und 1000 Meter höher als das Basislager. Nach 2,5 Tagen ist der Gipfel des Gascherbrumm 2 erreicht. Dann schlug das Wetter um. Nach einigen Stunden war der nächste zu besteigende Gipfel im Schneesturm verschwunden. Thank you.
Gipfelbilder von Gasherbrumm 1. Nach 7,5 Tagen bangen Wartens tauchten beide wieder im Gletscherbruch auf. Die ganzen letzten 4 Nächte hatte der Koch Rosalie gewacht und gebetet. Genau. Wir haben es gepackt. Kannst du die Brille abnehmen, bitte? Kannst vielleicht eine Brille? Du warst rein heute die letzten 2 Tage. Was war da? Wir haben es vergessen, riskiert trotz des Sturms auf den Gipfel zu gehen. Ja. Und haben ihn gefunden, das war das Schwierigste. Und waren vielleicht bei 80, 100 Stundenkilometer den ganzen Tag unterwegs. Und sind heruntergekommen. Mit Mühe das Problem noch das Zelt zu finden. Und gestern haben wir uns wohl noch gerettet, weil wir den Grat runtergingen, den wir runtergehen wollten. Und der Eisbruch, wir waren gestern halb auf dem Eisbruch, wir waren fast sicher, wir kommen her. Aber der Eisbruch war gestern einfach scheiße und heute wieder, weil es viel zu warm ist. Wir haben alle schlechten Wetterbedingungen gekriegt, die wir hatten. Und wenn wir nicht um 2 Uhr so viel Glück gehabt hätten, dass wir da den Auftrieb gehabt haben, das durchzuziehen, dann hätten wir es nie geschafft. Hans, wie ist dir gegangen? Ich glaube, wenn man öfters sowas macht, dann kann man das Beste, was man machen kann, ein Testament. Kann man nur ein Testament machen. Wir haben die letzten Tage wirklich Glück gehabt. Und Wahnsinn. Ich bin sicher, dass in diesem Jahrhundert, in diesem Jahrzehnt das niemand mehr wiederholt. Ein Wasserloch im 100 Meter dicken Gletschereis. Die Temperatur ist gerade über 0 Grad Celsius. Risiko dabei ist, dass das reißende Wasser in einer spiegelglatten Röhre nach nur wenigen Metern im Inneren des Eises verschwindet. Wer ausrutscht, ist unweigerlich verloren. Sitzt jetzt ganz nackt und ungeschützt vor uns. Ich möchte eine ganz einfache Frage fragen, ebenso nackt. Wozu war das alles gut? Das weiß ich nicht. Ich habe mir nie, auch nicht bei anderen verrückten Sachen, die ich gemacht habe, zuerst die Frage nach der Rechtfertigung gestellt, also warum ich es tue. Ich wüsste es nicht. Ich selbst habe aber so das Gefühl, dass ich an diesen großen Wänden, an diesen 3.000, 4.000 Meter großen Wänden zeichnen kann, so wie die Lehrerin an der Schultafel mit der Kreide zeichnet und schreibt. Schreibe ich an diesen großen Wänden, und zwar nicht nur Linien, gedachte Linien, sondern ich lebe diese Linien. Ich habe auch das Gefühl, dass nachher diese Linien da sind. Auch wenn ich sie allein fühlen kann und sehen kann, weil ich sie gelebt und durchlebt habe und die anderen sie nie sehen werden können, sie sind da und bleiben. Sie bleiben für alle Zeiten. Gibt es heute eine Vorstellung, dass das Klettern mal ein Ende hat und dann irgendetwas anderes kommt? Heute habe ich manchmal sogar den Wunsch, dass das Klettern ein Ende hat. Heute stelle ich mir manchmal vor oder wünsche ich mir, dass ich über Jahrzehnte, ja vielleicht für immer, einfach nur weitergehe. Nur gehen mit Jacks vielleicht oder mit ein paar Trägern
von einem Himalaya-Tal ins nächste, über Wüsten, über Wälder, ohne irgendwo anzukommen, ohne wieder zurückzuschauen, ohne nach vorne zu schauen, einfach nur gehen, bis die Welt aufhört oder bis die Krümmung sich verliert. Das ist seltsam, weil ganz genau dieselbe Vorstellung habe ich auch. Ich möchte gerne einen Hund haben, einen Husky mit zwei Satteltaschen drauf aus Leder und gehen, bis kein Weg mehr übrig ist. Ja, das ist ganz interessant, dass ich das mir immer vorstelle, das heißt in den letzten Jahren mehr und mehr vorstelle, dass früher oder später mein Leben dahin geht, dass ich nicht mehr zurückschaue. Das heißt, ich habe hinten nichts mehr, ich brauche auch hinten nichts mehr. Ich gehe auch nirgends hin, ich habe auch gar kein Ziel, sondern ich gehe nur und gehe nur, bis die Welt einfach aufhört. Ich stelle mir dabei die Welt gar nicht rund vor oder wie eine Ebene vor, sondern die Welt ist für mich unendlich und einmal hört es auf. Das heißt, entweder hört mein Leben auf oder die Welt auf, und vermutlich ist es wohl so, dass mit meinem Leben auch die Welt aufhört. Können wir hintereinander hergehen. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich möchte wirklich fliegen, bis Das ist ganz meine Vorstellung. Das Klettern ist mir schon immer so wichtig, das Hinaufsteigen, sondern einfach das Ziehen, Weiterziehen.